In diesem Video sprechen wir über clevere Stauraumlösungen für deine Küchenplanung und dabei wie immer viel Spaß! Herzliche Grüße von Gutsmann-Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und in der einen oder anderen guten Küche gibt es immer noch mal eine Herausforderung, wo ja, Öle, Gewürze verstaut werden müssen oder wo der ein oder andere Platz nicht ausreicht für einen großen Auszugsschrank und irgend so eine kleine Nische übrig bleibt. Genau. Und dafür brauchst du clevere Lösungen und die zeigen wir jetzt. Starten werden wir ganz klassisch mit dem Unterschrank-Apotheker. 30 cm breit, 2 Tablare und der Vorteil ist, ausgeliefert wird er mit 2 Tablaren, der Vorteil ist, ihr könnt noch ein drittes Tablar hier ergänzen. Das muss man natürlich dann dazu kaufen, aber je nachdem, wie ihr diesen Schrank bestücken wollt, könnt ihr hier das Ganze total flexibel gestalten. Und was hast du für einen? Ich habe es ein bisschen kleiner wie du, weil manchmal tatsächlich ist der Platz nicht ganz ausreichend. Ich habe einen in 15 cm. Ideal und sehr, sehr gut und praktisch neben meinem Kochfeld, weil hier kann ich meine Öle reinstellen. Hier unten kann ich, das brauchen wir ja sehr häufig, zum Beispiel meine riesengroßen Bonti-Rollen reinstellen, zum Saubermachen mal schnell drüber wischen. Ich kann das ein oder andere Gewürz hier reinnehmen. Also tatsächlich eine sehr, sehr gute Lösung neben dem Kochfeld. Der ein oder andere nimmt das auch neben die Spüle, um hier sozusagen seine Schwämme, seine Putzutensilien aufzuräumen, weil manchmal unter dem Spülenschrank kein Platz ist. Also ich finde den sehr, sehr praktisch. Aber es gibt auch noch andere Lösungen bei uns in der Küchenplanung, die ergänzend sind, zum Beispiel als Passleisten. Ja, wir sind in der Planung ja kreativ. Das kennt ihr ja von unseren Küchentouren. Die Playlist zu den Küchentouren verlinken wir euch über das i. Und diese 15 cm Apothekerschränke haben einen klitzekleinen Nachteil. Die können wir nämlich nicht in der Höhe verstellen von dem Tablan. Und wir planen die auch das ein oder andere Mal ein, wenn eine Fensterlösung ist, wo ein Heizkörper davor ist. Da gibt es unten den klassischen Handtuchhalter, das Handtuchhalterregal. Und oben drüber dann eine 15 cm Passblende. Sieht ja nicht so dolle aus. Also setzen wir dann in der Regel, wenn ein Hochschrank steht, 2 solche Apothekerschränke übereinander, dass wir dann auf die Hochschrankhöhe kommen. Die Fronten werden ausgetauscht. Genau. Also wir gehen dann halt noch einen Schritt weiter, machen eine durchgängige Front und haben dann ja eine Passblende, aber eine Passblende mit Funktion. Also wenn man sich da ein bisschen clever anstellt, kann man den Schrank sehr praktisch benutzen. Jetzt habe ich natürlich mal über 30 cm gesprochen, über 15. Ich habe hier noch 20 cm und da verbirgt sich dann auch wieder der Beschlag des 15 cm Apothekerschrankes. Nachteil hier, klar, die Höhe wieder, dass ich die Tablare in der Höhe nicht verstellen kann. Und mit der großen Blende habe ich einen relativ großen Hebel und das Ganze ist doch ein bisschen wackelig. Also das wäre jetzt nicht mein Favorit, da würde ich in der Planung gucken, dass man eine andere Lösung findet. Genau, und die habe ich parat. Die hast du? Ja, ich finde das tatsächlich, also da selber schlägt mein Frauenherz in der Küche sehr, sehr hoch, weil A, wie du schon sagst, ne, ist das nicht sozusagen instabil, gerade wenn man Öl nimmt, ne, oder man lässt die Kinder in der Küche sozusagen mit agieren. Wie soll man einen Schrank aufmachen? Ja, dann geht es immer zack, wird immer rumgerammelt, ne, und dann hast du das Gefühl so, oh Gott, hoffentlich bleibt da alles stehen an den Flaschen. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr stabil, weil man hat ja hier das sozusagen stabil verbaut, ein Stück weit anders wie bei dir. Und wenn man wirklich den Platz hat, würde ich jeden empfehlen, aus meiner Perspektive, diesen herzunehmen, weil es einfach praktischer ist, weil es einfach stabiler ist. Du kriegst auch viel unter. Ja, also man hat die Legra-Box als Auszug, ja, und genau, als Schubkasten-Element. Ja. Das Ganze ist natürlich deutlich stabiler. Ja, auf jeden Fall. Na, ich kann es auch mehr belasten. Ja, muss ich auch sagen, genau. Ich habe die 20 cm wirklich sehr, sehr gut ausgenutzt. Nachteil ist ein Ballerina-Schrank. Unstrittig, ja, natürlich. Aber wenn man sich für den Hersteller Ballerina entscheidet, würde ich sagen, tatsächlich das Geld da gut zu investieren, zu sagen, wenn ich schon mal eine hochwertige Küche habe, dann leiste ich mir auch tatsächlich einen hochwertigen Apothekerschrank, der auch die Stabilität hergibt. Ja, definitiv. Wir haben ja über clevere Lösungen gesprochen. Clever ist natürlich der Schrank, ist mein absoluter Lieblingsschrank. Das ist genau, wollte ich gerade sagen, das ist der Lieblingsschrank. Im Unterschrankbereich, also wo der Platz in der Küchenplanung das hergibt, gibt es die Empfehlung, nehmt einen Cooking Agent. Den bieten mittlerweile auch mehrere Möbelhersteller an. Der Einsatz ist ein Kesselböhmer-Einsatz, den kann man total flexibel gestalten. Also ich kann hier, wie schon angesprochen,
Gewürze, ich kann Ölflaschen reinpacken, ich kann aber auch das ein oder andere Nudelpaket oder Reispaket platzieren. Und was ich total genial finde, wir haben hier eine Einteilung für Messer, also ich habe eine Art Messerblock hier drin und ich habe einen Köcher, wo ich halt wirklich Schneebesen, Kochlöffel, den Pfannenwender, die ganzen Utensilien reinbekomme. Wir haben auch die Schöpfkelle zu Hause da drin, also wir nutzen den Schrank selber. Und wie gesagt, ich begeistere mich jeden Tag, wenn ich am Kochfeld stehe, aufs Neue für diesen Schrank. Also mein persönliches, absolutes Highlight und da geht hier mein Herz auf. Mein persönliches Highlight ist tatsächlich, du sagst, in Frankreich ist es der Schrank schlechtweg hin, weil man hier Baguettes unterbringen kann. Wirklich lange Baguettes, das kann ich nur bestätigen, gerade wenn wir Kindergeburtstage haben oder so und wir haben lange Baguettes. Wo tust du sie hin, damit sie frisch bleiben? Ja, ist ideal. Ich finde auch hier, das ist sehr stabil. Man kann hier unglaublich viel auch platzieren, muss ich sagen, was zur Küche reinkommt. Was gehört zum guten Baguette dazu? Wenn wir schon in Frankreich sind, natürlich ein guter Wein. Ja. Nicht jeder hat die Möglichkeit, einen Weinschrank zu platzieren, aber wir hätten hier noch eine Lösung. 30 cm auch wieder mit Auszugstechnik und dazu dann halt den Getränkekorb. Da können natürlich auch alkoholfreie Sachen rein. Ne? Muss ja jetzt nicht unbedingt die Weinflasche sein, aber das hier nochmal. Noch eine ergänzende Möglichkeit. Ja, und manchmal hat man einen Tiefenversatz oder man muss irgendwie einen Eingangsbereich irgendwie kaschieren. Ja. Und dafür gibt es dann natürlich auch noch eine clevere Lösung. Ja. Genau. Also man hat es gerade gesehen, ne? Ich habe das jetzt ein bisschen wie ein Kind das zu Hause auch aufmachen mit ein bisschen Rabusse und das hält. Es ist wirklich sehr, sehr stabil, also von dem, wie wenn es rausfährt. Und das macht auch einen ganz anderen Eindruck, ne, von der Stabilität her, wie ein klassischer Apotheker. Und auch hier kannst du gute Dinge unterbringen. Und sieht sehr gut aus, finde ich, von der Küchenstylung her. Ja. Man hat ja aber noch was anderes in der Portfolio, ne, wenn man auch was Handtuchhalter betrifft. Hat man ja vorhin schon angesprochen, das Handtuchhalterregal. Genau. Und hier nochmal Handtuchhalter, Unterschrank. Ich sehe es eher als Putzmittelschrank, ne, weil ein feuchtes Handtuch da reinhängen wäre jetzt kontraproduktiv, weil der Schrank ist geschlossen. Da müsste man dann wieder auf andere Dinge zurückgreifen, den Schrank ein bisschen modifizieren. Und man kann ja aber die trockenen Wischtücher, Handtücher gut schon griffbereit halten und unten dann halt nochmal Putzmittel oder halt eben die Küchenrolle platzieren. Also wie gesagt, ich sehe es eher als Putzmittelschrank. Ich finde tatsächlich, es gibt unglaublich viele tolle Inspirationen und auch Dinge, wie man sozusagen das eine oder andere noch, wenn noch Raum zur Verfügung steht, das gut ausnutzen kann, dass man nochmal gut sagen kann, was platziere ich dort hinein. Die Auswahl ist tatsächlich sehr groß, wo jeder für sich dann Anspruch sehen muss, was brauche ich, was benötige ich, ne? Meine Priorität. Das ist halt unheimlich wichtig, sich in der Küchenplanung ab einem bestimmten Punkt damit auseinanderzusetzen, wie möchte ich die Küche benutzen, wie soll sie eingeräumt werden. Also wirklich für sich selber anhand der entstandenen Planung eine Stauraumanalyse zu machen und zu gucken, dass das alles passt und dann halt eben die entsprechenden Schränke dann halt auch einplanen. Weitere clevere Schranklösungen findet ihr über die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchen-Logo und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Eure Katrin.